Seid gegrüßt, meine aktiven Meeresfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wie immer ein kleines Review aus der vergangenen Woche, was ist alles passiert, und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Als ich den letzten Sonntag nach Hause kam, lag dieses Päckchen bei mir im Briefkasten. Ja, Swiss Marine Aquatics aus der Schweiz, ein junges Unternehmen, der Michael Braun ist das. Ja, und er hat mir das hier geschickt, und zwar ist das ein Aquariumnetz, eine Fütterungsöffnung, also eine Fütterungsöffnung, die ihr in ein Aquariumnetz einbauen könnt. Ja, Michael hat mir einen netten Brief dabei geschrieben, halt, Marc, schau dir das doch mal an, guck's mal, teste es mal aus, ja, werde ich machen. Lieber Michael, insofern ich ein Netz von dir noch bekomme, mache ich das mit Sicherheit, weil ich habe kein Netz auf meinem Aquarium. Ich habe sowas auch noch nie gebraucht, von daher kann ich da leider jetzt nicht mit dienen. Und naja, vielleicht hast du noch ein Netz, und dann werde auch ich das mal mir anschauen. Ja, weiter ging das Spiel dann am Mittwoch. Am Mittwoch kam dann halt eben, wie gesagt, hier von Aqua Biomix das Mikrobiom-Sampling-Kit von Oceamo. Der liebe Christoph hat es mir geschickt. Ja, die Geschichte werde ich mir auch mal angucken. Das ist ja irgendwie so eine DNA-Geschichte. Ja, werde ich halt mal schauen. Werde ich euch mit Sicherheit auch vorstellen. Ich werde mir da noch ein paar Infos halt zu holen vom Christoph, was es damit genau auf sich hat, und wenn ich da mehr zu weiß, weil für mich ist auch was ganz Neues. Ich weiß nur, dass es irgendwie so ein DNA-Sampling ist, dass man da wirklich so ins Aquarium reingucken kann. Bakterienstämme etc. Ja, das werde ich mir dann noch genauer mal durchlesen und alles, und werde euch dann auf dem Laufenden halten. Freitag kam dann der Dennis von der Meerwasser Hardware, und den Besuch habe ich euch natürlich auch mit aufgenommen, und den seht ihr hier. Ja, Freunde, heute haben wir dann Donnerstagabend, und am Donnerstagabend ist dann der liebe Dennis von der Meerwasser Hardware zu mir gekommen. Guten Tag, hi. Dennis, sei gegrüßt. Hallo. Ja, und der Dennis hat heute mitgebracht, Freunde, kann ich euch auch direkt mal kurz zeigen. Ja, ihr habt ja lange, lange Zeit drauf gewartet, und hier ist es dann nun endlich. Wir werden es jetzt starten, das SPS Hardcore-Projekt, ganz wilde, ganz bunte SPS. Ja, und wir werden das ganze Projekt im Prinzip fahren mit einem Waterbox-Aquarium. Was war es? 90 Liter? 90 Liter Peninsula Mini 25, das ist quasi das schönste Becken von Waterbox in der Peninsula-Serie. Und Freunde, natürlich im Nano-Bereich. Genau. Ja, und ja, da haben wir dann hier den Unterschrank, das Aquarium. Wir werden die gute Nero 3 da rein verbauen. Dann nehmen wir dabei im Prinzip die Hydra 16 HD. Die ist da standardgemäß dabei. Ich werde mir das mal angucken, falls es nicht reichen sollte. Gehen wir dann da noch auf die Hydra 32 HD. Ja, Freunde, und hier kann ich aber auch direkt sagen, viele von euch haben ja ewig gefragt wegen den AI-Lampen. Und ihr wisst, ich habe damit mal vor Jahren, habe ich ja auch immer ehrlich gesagt, vor Jahren schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber wie gesagt, ich lasse mich eines Besseren belehren. Und ihr habt ja gefordert, auch wegen der Lichtserie. Und von daher schauen wir uns jetzt eben alle zusammen, ihr werdet ja natürlich immer dabei sein bei den ganzen Videos, schauen wir uns an die Hydra 32 HD sowie die Prime 16 HD, und ja, wir vermessen es dann auch und schauen uns das an in der Lichtserie. Ne? Wir haben auch direkt, der Dennis war auch noch so lieb gewesen, hat noch direkt noch was mitgebracht. Und zwar wieder unser Apogee-Testgerät, womit wir, oder womit der Marc dann einfach wunderbar den Paarwert wieder direkt durchmessen kann, damit ihr auch auf dem neuesten Stand seid, was die Lampen angeht, weil AI hattest du ja bisher noch nicht vermessen, glaube ich, ne? Nee. Und jetzt wird es Zeit. Ja, also hier nochmal den Apogee. Da können wir dann auch nochmal mit dem messen. Den könnt ihr euch ja dann im Prinzip ausleihen. Und wie gesagt, ich habe es euch ja in der Lichtserie auch schon erklärt. Geiler ist natürlich, wenn ihr hingeht und holt euch den Sennheiser Reef. Weil dann könnt ihr nämlich mitmachen. Ja, wie gesagt, da seid ihr auf jeden Fall, denke ich mal, jetzt mega gespannt, was ist in der ominösen Kamörkiste drin wohl. Und ja, das zeige ich euch auf jeden Fall, wenn das Projekt losgeht. Und es wird jetzt auch ganz, ganz bald schon losgehen, weil das Problem ist, oder was heißt Problem, ist ja schön,
Der Coral Master hat ja seinen kommenden extremen Import. Ihr habt es ja schon gesehen, ich habe einige der Korallen ja schon euch gezeigt. Und da kommen ja ganz, ganz wilde SPS. Und ja, von daher, weil die jetzt nämlich schon kommen werden, sehr, sehr bald, muss ich das alles schon aufbauen. Und da seid ihr natürlich live mit dabei. Ja, Dennis, ich bedanke mich recht herzlich, gerne, dass ihr das Projekt da auch in dem Sinne unterstützt. Gerne. Und ja, wenn ihr was braucht, Meerwasser-Hardware, Number One Source in Sachen Meerwasser-Aquaristik, Hardware-Artikel, einfach gerne mal überall ein Like da lassen bei den Jungs. Und wenn ihr was braucht. Und wenn es nur die ominöse Kiste ist, die gibt es bei uns. Ja. Da gehe ich mal schwer von aus, ne? Die haben wir bei uns schon drin. Also wer schlau dabei ist, kann sie vielleicht bei uns im Shop schon entdecken. Ja, genau. Geht mal da rein, guckt mal nach. Ja, sicher. So, Freunde, das war der Donnerstag. Gucken wir mal, was morgen noch alles passiert. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Ja, und mir fiel halt ein, dass eine meiner Kameras, habe ich gedacht, die hat so einen Hochgeschwindigkeitsmodus zum Filmen. So für Zeitraffergeschichten und so, aber halt eben so ein wirklich Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Und ja, das habe ich mal ausprobiert. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber trotzdem zeige ich euch das mal, damit ihr mal seht, wie schnell der halt zuschnappt und alles. Und das gucken wir uns jetzt auch noch an. Freunde, und zwar seht ihr hier die Aufnahme vom Fridolin, wie ich den gerade fütter. Der kriegt eine schöne leckere Garnele von mir. Ihr seht, das habt ihr jetzt gesehen in der originalen Laufzeit, wie schnell das geht. Und jetzt hier nochmal in der Slow Motion. Ich habe es mal versucht, so langsam wie möglich hinzubekommen. Aber wie gesagt, leider hat es nicht so ganz funktioniert mit der Kamera, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, die macht wirklich so, keine Ahnung, so mega krass Hochgeschwindigkeit, weil es nennt sich ein Hochgeschwindigkeitsmodus. Ja, der dann leider doch nicht so Hochgeschwindigkeit ist, wie ich mir das gedacht habe. Aber schon ganz interessant, ihr seht mal, wie schnell der tatsächlich ist, weil diese Verkürzung, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, ist tatsächlich 100-fach verlangsamt. Ja, also ich habe es 100-fach verlangsamt. Ja, das sind 1000 Aufnahmen pro Sekunde, 1000 Einzelbilder pro Sekunde, ja. 100, so, nicht 1000, 100 Einzelaufnahmen die Sekunde. Und das habe ich jetzt runter reduziert auf 100%, also ne, ein Bild halt die Sekunde. Und trotzdem, wie ihr seht, ist der Blitz schnell, der Freund. Und auch da möchte ich auch noch drauf eingehen. Wie gesagt, die ersten Gewinne sind schon draußen, sind schon bei den Leuten angekommen. Ihr könnt mir da gerne ein Bild zukommen lassen. Der Marcel hatte mir schon ein Bild zukommen lassen. So wie der Gerwin Kof hatte mir schon ein Bild zukommen lassen vom Deltec-Abschäumer. Und wie gesagt, Freunde da draußen, wenn ihr eure Gewinne habt, gerne mir ein Bild, dann haue ich euch mit hier in den Sonntagsvlog rein. Ich finde das einfach eine nette Geste, so als kleines Dankeschön im Gegenzug dann halt, wie gesagt, mir noch ein Bild mal zukommen zu lassen, dass ihr die Sachen bekommen habt. Und wie gesagt, alle, die mich da immer anschreiben, keine Panik, Leute, ja, ich finde es schon wieder zu geil, wenn es was zu gewinnen gibt, ja, wie viele mich dann auch anschreiben können und sonst keine Kommentare unter den Videos. Ne? Das ist immer eine geile Nummer, Freunde. Also wie gesagt, keine Angst da draußen, alles ist gut. Diese Woche haben sich auch alle Leute bei mir gemeldet, auch die restlichen Leute. Und ich habe daraufhin die Daten weitergegeben an die Hersteller und die Sachen sind, wie gesagt, schon unterwegs zu euch. Und einige sind schon da, die habe ich euch ja gerade gezeigt. Ja, was gab es noch die Woche? Ja, ansonsten war ich mit der Lana zusammen ein bisschen fleißig am Kallax Reef. Da haben wir mal ein bisschen ausgemistet, aussortiert, aufgeräumt. Ja, da waren wir, wie gesagt, auch was fleißig. Ist jetzt noch nichts großartig hier farblich zu sehen, ist noch alles zu, weil geht gerade das Licht an, ist halt eben noch ein bisschen früh. Ja, und hier kriegt er ja dann noch das Review zu sehen zur Kessel AP9X. Läuft ja jetzt derzeit seit exakt über 6 Monaten. Von daher werdet ihr da jetzt mal das Review zu sehen. Ja, Freunde, und ansonsten, wie gesagt, heute war noch, deswegen kommt der Vlogger etwas später. Ich hatte ihn eigentlich schon fertig gehabt für 9 Uhr. Das Ding war nur, dass heute eigentlich der Patrick kommen wollte von Pat's Reef. Der war auch schon auf dem Weg zu mir, hatte schon alles gepackt. Wir wollten heute eigentlich so ein paar Sachen machen, unter anderem das Waterbox, die Geschichte hier mit dem SPS Reef halt aufbauen. Ja, und dann kam jetzt gerade halt die Nachricht von ihm, er ist wohl mit dem Auto liegen geblieben, Turboschaden,
Tja, ist natürlich tragisch, gerade bei einem Auto, was noch keine 40.000 auf der Uhr hat. Ja, aber das kann natürlich alles passieren und aus dem Grunde habe ich dann heute, wie gesagt, bin ich halt hingegangen und habe jetzt nochmal das Ende nochmal neu gemacht. Und ja, es ist, wie es ist, meine Freunde. Wir hätten ansonsten noch ein bisschen was vom Patrick hier mit eingebunden. Aber wir werden den Patrick wahrscheinlich dann irgendwann, ich schätze mal, in 2-3 Wochen sehen. Ich muss mal gucken, wie ich Zeit habe. Nächste Woche steht, meine ich, ein Live-Sale an. Ich weiß es nicht genau, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bin ich nächste Woche bei meiner Lana auf jeden Fall. Und von daher müssen wir mal gucken, in 2 oder 3 Wochen habe ich dann nochmal Zeit. Und dann wird der Patrick nochmal zu mir kommen. Und dann werden wir gucken, was wir da so alles auf die Beine stellen, meine Freunde. Ja, ich würde sagen, ich habe alles gesagt, alles erzählt aus der Woche, alles, was gekommen ist. Ihr könnt auf jeden Fall definitiv gespannt sein, was das SBS Reef betrifft. Wird mit Sicherheit eine sehr geile Aktion. Auch hier von mir nochmal, geht nochmal ein Kuss raus an die Meerwasser-Hardware. Vielen Dank für euren Support, dass ihr mich dabei unterstützt. Auch ein Dank an die Firma Waterbox, an die Firma Aqua Illumination. Und, obwohl die wahrscheinlich das gar nicht sehen werden, aber trotzdem wollen wir uns da bedanken, dass die halt eben gesagt haben, okay, pass auf, wir hauen da mal rein und vor allen Dingen die Meerwasser-Hardware hat das alles abgeklärt und wie gesagt, Freunde, es wird eine sehr, sehr geile Nummer mit dem SPS-Ding, weil ich habe mir da, wie gesagt, was einfallen lassen, wie kann man so ein, ja, ich würde mal sagen, kompliziertes Riff mit sehr, sehr krassen SPS-Korallen, wie kann man das gut fahren? Und da habe ich mir was Geiles überlegt. Und das war ja unter anderem der Karton, wo ihr noch nicht wisst, was da drin ist. Und ich hoffe, dass ich das damit realisieren kann. Ich weiß es nicht, aber ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und der Aufbau geht los und den nehme ich euch natürlich auch mit auf. Und ich würde sagen, Freunde, genug geredet für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ja, Temperaturen sind etwas angenehmer geworden. Ich bin raus, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Euer Marc. Ciao, ciao.